Hier sind sie, heiß ersehnt und lang erwartet. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt kommen die Lochis. Wie empfindet ihr das selber bei euch? Seid ihr, habt ihr Arbeit, weil ihr so viel YouTube macht? Seid ihr Schüler? Seid ihr Jugendliche? Wie habt ihr so eure Rolle? Oder findet ihr noch eure Rolle? Oder? Klar, wir sind ganz, also wir sehen uns jetzt nicht irgendwie als was Besonderes, wir sind einfach Schüler, wir gehen dann noch viel irgendwie mit Freunden raus oder halt das, was Jugendliche machen und YouTube kommt halt auch dazu und du hast ja gesagt, wie so ein Beruf, also es ist auf jeden Fall, es ist ja schon so eine Art Beruf und man investiert auch schon viel Zeit darin, aber es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie denken, ja, du musst um 6 Uhr aufstehen und dann arbeiten und um 8 gehst dann wieder nach Hause, also es ist ja natürlich doch ein Hobby und ja, ansonsten eigentlich alles ganz normal. Nur, dass man halt im Vergleich zu allen anderen eigentlich gar keine Zeit mehr hat, einfach weil man halt noch jede Woche ein Video raushaut. Aber nochmal kurz auf die Frage wegen den Hausaufgaben und so. Unsere Eltern, ja, die sagen halt schon, macht Hausaufgaben, macht Schule, das ist halt auch wichtig. Ich meine, ohne Schule geht halt auch nicht gerade viel. Aber also wie ich vorher schon angesprochen habe, das ist halt auch wichtig, dass auch nicht die Schule vernachlässigt wird, sondern dass halt auch alles halt alles in so einem Gleichgewicht bleibt, dass auch jetzt dass wir jetzt auch nicht jetzt nur noch 6 schreiben oder nur noch 5, sondern auch noch relativ gut in der Schule sind, weil ich meine, man weiß ja auch nie, wie sich das alles entwickelt. Wenn wir anderen davon erzählen, wie viel wir überhaupt zu tun haben, dann fragen die sich auch, wie wir das überhaupt packen. Aber man gewöhnt sich auch dran und man gewöhnt sich halt an den Stress sozusagen und man lernt auch damit umzugehen, beziehungsweise sich jetzt halt gut einzuplanen, man muss halt manchmal auf Sachen verzichten können. Aber wir packen es irgendwie, das dann doch alles hinzubekommen, so zeitlich. Also klar, man hat halt oft irgendwie Probleme, irgendwie, das, wie schon gesagt, man muss auf das eine oder andere verzichten können ab und zu, aber ansonsten packen wir das trotzdem irgendwie. Ich weiß aber, dass wir auf jeden Fall viel zu tun haben. Und ich weiß auch selbst nicht, wie wir das packen. Also es ist irgendwie funktioniert es halt. Ich weiß nicht wie. Es geht halt irgendwie. Ich habe noch eine gute Frage zum Thema Arroganz. Letztlich habe ich mich auch mit anderen Leuten unterhalten, eben über junge Fußballer, die dann schon eben so kurz vor der Profimannschaft, und dem wird ja oft nachgesagt, die gucken schon so arrogant, weil sie eben schon was darstellen. Die sind noch super jung und sie stellen schon was dar, was ja bei euch auch der Fall ist. Aber trotzdem nochmal nachgehakt. Führt bei euch nicht zu arrogant. Also ihr guckt auf die anderen nicht runter. Wir haben einen YouTube-Kanal. Wir hoffen zumindest nicht, dass es so rüberkommt. So ist es einfach gar nicht. Also wir arbeiten nur noch irgendwie mit kleinen YouTubern zusammen oder allgemein. Also ich sehe mich jetzt auch nicht irgendwie als was Besonderes, weil ist ja eigentlich nicht so. Also man steht halt mehr in der Öffentlichkeit. Warte kurz, man steht halt mehr in der Öffentlichkeit und das hat ja schon was Besonderes, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich für was Besseres fühle. So ist es einfach nicht, also so hoffe ich auch nicht, dass es rüberkommt. So, wo ist die Kamera? Wo ist meine Kamera? Da ist die Kamera. So hoffe ich, ich hoffe nicht, dass es so rüberkommt. Ich meine, ich bin viel zu toll und eingebildet, viel zu intelligent und schön, ich bin einfach viel zu toll, um eingebildet zu sein. Also, super, okay, alles klar. Also für die, die das jetzt nicht checken, das war Ironie. Ja. Achtung, war Ironie, ganz wichtig. So, Ironie. Also nochmal ganz kurz, wie es genau angefangen hat. Im Großen und Ganzen haben wir uns eigentlich einfach eine Digitalkamera. Ja, wir haben uns einfach eine Digitalkamera von unseren Eltern geschnappt, haben dann ein paar Szenen aufgenommen und da kam dann irgendwie das erste Video bei raus. Da wurde es irgendwie zusammengekartet mit, was weiß ich, ich hab's mit Magix geschnitten.